Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, in der letzten Folge haben wir gedacht, dass hier eigentlich ein ganz guter Cut sein könnte und wir folgen jetzt erstmal nur auf seiner Nachtwache. Kann ich dich im Vertrauen sprechen? Das weißt du doch. Ich hörte vorhin Mentor Raihan mit einem Gesandten reden. Mentor Raihan fragte, ob wir wegen der Verbindung zu den Aufständischen in Bagdad angegriffen werden. Sind wir hier in Alamut sicher? Ich weiß es nicht. Doch ich bemitleide alle, die diesen Adlerhorst angreifen. Wie läuft die Wache? Es ist ruhig in ganz Alamut und ich habe solchen Hunger. Wir haben es nicht bis zur Hauptschlucht geschafft. Ausgezeichnet. Dann beginnen wir dort. Danke. Komm, Nur. Folge mir. Ja, dann geh auch. Dann halt nicht. Dann geh ich halt alleine. Okay. Freust du dich auf deine Einführungszeremonie? Ja. Es ist, als hätte ich mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet. Vor meiner konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Vor Aufregung, aber auch ein bisschen aus Angst, um ehrlich zu sein. Wir alle fürchten das Unbekannte. Und ein großes Unbekanntes erwartet uns jenseits der Einführung. Du meinst den Orden? Ich sehe sie als Ungeheuer aus einer Geschichte, die sich in dunklen Ecken und Gassen verstecken. Der Unterschied ist, dass es den Orden wirklich gibt. Was wollen sie? Sie wollen Bagdad beherrschen. Sie wollen Macht. Kommen wir da nochmal rüber? Das war nicht so clever, was ich jetzt gemacht habe, oder? Obwohl, hier können wir eigentlich auch direkt drüber springen. Oder auch nicht. Ja, toll. Konnte man mir das nicht vorher sagen? Ja, komm, spring hoch. Der kann das doch auch. Wieso kannst du das nicht? Hallo? Du hast doch die gleiche Assassinen-Ausbildung. Spring einfach hoch. Weißt du was? Du kannst mich mal. Ja, aber da kommst du dann hoch, oder was? Eieiei. Okay. Es ist nicht leicht mit diesem Kerl. Wir gehen einfach mal hier hoch. Das ist Murcha. Ein prächtiges Tier. Bald wirst du einen eigenen haben. Fulad hat mich einem Adler namens Enkidu vorgestellt. Er sagte, wir hätten viel gemeinsam. Und das war nicht als Kompliment gemeint. Sie sieht etwas. Folge mir. Mache ich sofort. Ich muss nur mal eben die Holland hier ein bisschen runter machen, weil gerade immer dann, wenn ich anfange, irgendwo aufzunehmen, denkt die Sonne sich, hey, ich war den ganzen Tag nicht draußen. Warum nicht jetzt rauskommen? Ganz leise, Basti. Okay. Dreh dich bloß nicht um. Ich stecke dich irgendwo. Wo sind wir hier? Ist er jetzt hinter denen? Sehe ich das richtig? Bereithalten! Hört auf, so viel Lärm zu machen. Der ist doch gerade hinter denen gelaufen, oder? Kann ich den angreifen, ohne dass der andere mich dann angreift? Ist gut, aber der Said bestraft uns, wenn wir nachlässig werden. Ja, ja. Ist ja nicht so, als wäre irgendjemand schneller. Doch, was jetzt? Ich bin hinter dir. Meine ich doch. Schnell zuschlagen. Jawohl. Stelle mit nur Nachforschung an, okay. So, der guckt hier in die Richtung. Wir warten auf den richtigen Augenblick. Zu spät. Ich hatte vorher schon gedrückt. Nur, das war meiner. Hm.
Das ist schlecht. Ah, jetzt. Na komm. Komm, ja, du hörst richtig. Komm, ein bisschen. Ich gehe lieber zurück. Naja, lieber sicher als tot. Komm. Einen Moment. Okay, er hat den anderen bekommen, sehr schön. Nein! Oh, wieso hat er den jetzt nicht hinterrücks angegriffen? Das ist mir egal, ich will das ganze Stealth machen, du Idiot. Du hast alles versaut. Muss ich den beschützen oder kann er sich selber beschützen? Ich weiß ja nicht, ob der da runter geht. Vom Leben her. Aha. Anders als die hölzernen Ziele, oder? Das ist es nicht. Dieses Schwert. Was ist damit? Söldner aus Bagdad benutzen diese Waffen. Wir müssen die anderen warnen. Söldner aus Bagdad. Woher weißt du das? Basim hat die Art ihrer Schwerter erkannt. Ich glaube ihm. Hol ihn herein. Woher weißt du, dass diese Männer aus Bagdad waren? Ich bin auf den Straßen dort aufgewachsen und habe ihre Waffen oft und aus der Nähe gesehen. Hinter jedem Söldner steht jemand, der ihm seine Befehle erteilt. Ja, und wir müssen handeln, wenn wir erfahren wollen, wer das ist. Wir kehren nach Bagdad zurück und bitten Ali ibn Muhammad um Hilfe. Ah, natürlich, den Saib Asanj. Er ist ein gefährlicher und irregeleiteter Narr. Das mag sein, aber auch einer unserer wenigen Verbündeten in Bagdad. Wir brauchen ihn und seine Männer. Ich werde nach Bagdad gehen. Geh zu Ali. Finde heraus, ob der Orden diese Männer geschickt hat. Ja, gut. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Allah beschere dir Erfolg. Auf bald. Auf ein Wiedersehen.
Und wir haben einen Fertigkeitspunkt erhalten. Sehr schön. Da schauen wir doch mal direkt nach. Ich befürchte nämlich, dass wir schon mehrere Fertigkeitspunkte erhalten haben. Ach nee, es war unser erster. Okay. Wenn du Fertigkeitspunkte bei Fertigkeitsknoten einsetzt, verbessert sich deine Kampf- und Schleichfähigkeiten. Sehr schön. Schatten ist immer sehr gut. Schatten benutze ich sehr oft. Oder auch nicht. Attentäterkonzentration. Ja, ja, doch, doch, doch. Trickser. Was ist denn Trickser? Plündere einen Gegner nach dem heimlichen Töten oder einen Attentat automatisch aus. Finde ich sehr gut. Brauche ich auf jeden Fall. Jäger, Fährtensucher. Enkidus. So heißt anscheinend unser Adler. Blick enthüllt Schlüssel und hebt Gelegenheiten wie Truhen hervor. Ist natürlich auch wichtig, ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den ersten Punkt da rein. Weil das wahrscheinlich das Wichtigste ist, nehme ich mal an. So, Inventar. Was haben wir eigentlich im Inventar? Irgendwas Besonderes? Verkleidung? Können wir nicht ändern. Talisman? Können wir auch alles nicht ändern. Schwert? Ja gut, die haben wir natürlich nur jeweils einmal bekommen. Oh, schnell speichern können wir hier. Das ist cool. Direkt mal ausprobiert. So, ist im Prinzip alles wie im Alten. Aber man muss es hier immer mal ausprobieren. Ist das mein... ich glaube mal. Juhu. Ich dachte gerade, ich knalle auf den Boden. Ich habe den neuen Ball nicht gesehen. Okay. Ich muss zu Al-Hassan, oder? Er erwartet mich. Egal, auch wenn er unten ist, da können wir bestimmt noch hinten runterspringen, nehme ich mal an. Hier zum Beispiel. Wir können auch... Du sollst nicht schleichen, du sollst da runterspringen. Eieiei. Ach, mit ihm können wir auch sprechen. Moment. Al-Hassan. Wieder falsch, ich bin Abu Jafar. Verzeih bitte. Was liest du da? Die Werke einer Dichterin namens Arib al-Mamunia. Tabit war so nett, sie mir zu leihen. Ich kann ihre Kunst nur empfehlen, wenn du mich jetzt entschuldigst. Natürlich. Lies nur in Ruhe weiter. Aber ein interessantes Buch. Suche meinen Bruder Al-Hassan auf. Du erinnerst dich doch, wer er ist. Ja, der markiert es nämlich mal an. Wie fühlst du dich an diesem verheißungsvollen Tag? Es ist seltsam, Al-Hassan. Mein Geist ist ruhiger, als ich es erwartet hätte. Ich dachte, ich würde stürmische Wogen in mir tragen. Doch stattdessen Stille. Weil du dich deiner Ausbildung verschrieben und nichts dem Zufall überlassen hast. Hier, Basim, das hast du dir verdient. Es ist eine große Ehre. Ich nehme an, du verstehst das. Roshan und die anderen erwarten mich. Auf bald. Und danke, Al-Hassan. So, der Höhleneingang ist auf der oberen Seite. Kann man das mitnehmen? Ich wünschte, ich könnte einen kurzen Blick in die Höhle werfen. Doch, untersuchen kann ich das. Es gibt eine Sache, die ich über die heutige... Na, untertauchen, ach so. Okay. Was? Ich werde sie leichter verlassen, als ich sie betreten habe? Echt? Ein großer Tag für ihn. Das ist es. Warum? Wie fühlst du dich? Bereit, den Sprung zu wagen? Ich möchte, dass du weißt, es war mir eine Ehre, dir auf deinem Weg als Novize zuzusehen. Zum Mann. Ich bin dir dankbar dafür, dass du ihn mir aufgezeigt hast. Du ehrst mich. Komm. Eine neue Robe wartet. Ah, sie steht hier gut. Komm, es ist soweit. Wie fühltest du dich an jenem Tag vor so langer Zeit? Ich hatte Angst. Meine Hände waren schweißnass und mir zitterten die Knie. Hat er auch was Positives zu sagen? Oder? Ich kann mir dich nicht verängstigt vorstellen.
Erlaube mir an diesem wichtigen Tag ein Geheimnis mit dir zu teilen. Mut zu haben bedeutet, trotz großer Angst handlungsfähig zu bleiben. Oha. Basim ibn Ishaq, bist du bereit, dein Leben hinter dir zu lassen und auf dem Schattenpfad zu wandeln? Das bin ich. Bist du bereit, den aufzugeben, für den du dich immer hieltest? Bereit zu opfern, was dir wichtig war? Das bin ich. Vergiss nie die Grundsätze, die du geschworen hast, zu befolgen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde niemals die Bruderschaft. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Und aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Was? Wieso muss ich mir einen Finger abschneiden? Kann ich mich nochmal umentscheiden? Hallo? Oh, Scheiße. Basim ibn Ishaq, du folgst nun dem Weg des Adlers. Willkommen, Verborgener. Du bist gestorben und wurdest wiedergeboren. Und nun kämpfe mit mir als Gleichgestellter. Mach das doch automatisch. Ich kämpfe nicht gern. Lässt du dich wieder vom Zorn übermannen? Bist du wieder unaufmerksam? Nein. Schlage ich als nächstes zu. Kann ich ausweichen? Oder schwer? Ich erinnere mich nicht, dich das gelehrt zu haben. Das musst du nicht, das mache ich auch so. Du hast mich gut ausgebildet, Roshan. Ja, ich konnte sie nicht sehen. Ich kann sie auch nicht... Ich weiß nicht, warum ich sie nicht einstellen kann. Das. Hallo, ich weiche die ganze Zeit aus. Jetzt auf einmal geht's, oder was? Helf mir! Nur! Nur! Bleib liegen. Spar deine Kraft. Er war unvorbereitet. Musste Bagdad überstürzt verlassen. Hier, trink.
Ali. Er ist fort. Sie haben ihn in der Nacht geholt. Sie? Der Orden. Bringt ihn in mein Zelt. Wenn Ali fort ist, sind wir blind. Der Orden hat Bagdad und seine Schritte in Nebel gehüllt. Wir müssen dorthin. Roshan und Basim, geht mit Fulad. Brecht sofort auf. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.